Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute gibt es noch ein kleines Recap zur Hannover Messe 2019. Die Hannover Messe findet immer Anfang April jeden Jahres statt und am 4. April, am Donnerstag, war ich selbst vor Ort und damit einer der ungefähr 215.000 Besucher, die sich die Angebote der etwa 6.500 Aussteller angeschaut haben. Die Hannover Messe ist schlussendlich eine Industriemesse. Das heißt, sie ist vor allem gedacht für Besucher rund um Themen der Digitalisierung und Automatisierung industrieller Prozesse. In jedem Jahr gibt es ein offizielles Partnerland, welches eben insbesondere vorgestellt wird. Im letzten Jahr war das Mexiko und 2019 war es eben Schweden. Allerdings, wenn man so durch die Reihen geht, dann denkt man, China ist das Partnerland, weil ungefähr gefühlt ein Drittel aller Aussteller aus China kommen, was natürlich auch darauf hinweist, wie wichtig diese Messe für industrielle Lösungen ist, weil China natürlich den deutschen Markt insbesondere hier angehen möchte. Die Messehallen sind immer so ein bisschen thematisch aufgeteilt. Das heißt, es gibt Hallen, wo insbesondere Softwarelösungen sind, es gibt Hallen für Forschung, für Digitalisierung, für Automatisierung, für Mobilität zum Beispiel. Aber es gibt eben auch jede Menge Hallen, die sich mit dem Thema Energie beschäftigen. Und da war ich natürlich insbesondere unterwegs. Im Energy-Bereich gab es in etwa 1000 Aussteller und etwa 80 Vortragsforen und Konferenzen, von denen ich mir auch ein paar angeschaut habe. Da geht es dann vor allem um aktuelle Themen wie Smart Metering oder eben das Smart Grid, also intelligente Netztechnik. Und schlussendlich kann man sagen, dass die Technikthemen auch die dominierenden Themen in der Messe selbst sind. Das heißt, es geht vor allem um so etwas wie Gebäudeautomatisierung im Sinne von Smart Home oder eben auch Sicherheitsthemen. Es geht um Energiemanagement, das heißt also auch Energieeffizienzlösung. Es geht um die Stromnetztechnik, also die Technologie und die Lösung hinter den eigentlichen Stromnetzen. Aber natürlich lag nochmal ein besonders großer Fokus auf den erneuerbaren Energien und der Elektromobilität, weil das natürlich auch die Themen der Zukunft sind, bei denen auch noch einige Verkäufe zu erwarten sind. Neben den internationalen Softwareriesen wie zum Beispiel Microsoft gab es natürlich auch die energiewirtschaftlich relevanten Softwareanbieter. SAP hatte einen großen Stand, PowerCloud ist natürlich auch vor Ort. Aber wenn man so durch die Messehallen läuft, dann merkt man auch, es ist schon notwendig, die Besucher auch mit besonders lustigen, herausragenden oder auffälligen Anwendungen hervorzulocken, sodass da zum Beispiel an manchen Stellen kleine Roboter herumgefahren sind oder an anderen Stellen Lichtschwertkämpfe durch Roboterhände praktisch stattfanden oder an anderer Stelle auch geradezu spielerische Lösungen dargestellt wurden, die sich schlussendlich technologisch natürlich auch auf Anwendung in der Industrie in irgendwelchen Prozessen übersetzen lassen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass sich die Hannover Messe auf jeden Fall lohnt, wenn man sich gewerblich mit aktuellen und zukünftigen technologischen Lösungen auseinandersetzen muss oder wenn man sich einfach mal dafür interessiert, wie die Industrie sich vorstellt, wie die Zukunft tatsächlich gestaltet wird, welche technologischen Lösungen es gibt, wie vielleicht Virtual Reality dort eine Rolle einnimmt und so weiter und so fort. In den Fällen lohnt es sich auf jeden Fall mal dahin zu fahren. Die nächste Hannover Messe findet natürlich Anfang April 2020 wieder statt und ich bin bestimmt auch vor Ort. Das war Energiewirtschaft einfach. Wenn ihr euch für aktuelle Themen der Energiebranche interessiert, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.